Wisst ihr, was ich mag? Penis. Meine Videospiele. Das ist die richtige Antwort. Ich mag Videospiele. Und besonders mag ich Videospiele, die mich überraschen. Von denen ich entweder keine wirkliche Meinung hatte oder tatsächlich auch eher abgetan war. Und so war auch dieses Spiel eines der Spiele, wo ich tatsächlich eher eine "Das ist aber ein Cashcrab, lol" Meinung hatte, welches mich aber am Ende von seiner Qualität total überzeugen konnte. Entsprechend ein Hallo und herzliches Willkommen zu einem neuen Eintrag vom Good Games Kalender 2020. Reden wir über Captain Tao Treasure Tracker der Switch-Version. Captain Toad existiert als Charakter so circa seit Mario Galaxy, doch nahm er in Super Mario 3D World das erste Mal eine prominentere Rolle ein. Was für ein Fuckboy-Outfit ist das hier eigentlich gerade? Mein Gott. Dort gab es ein kleines Sidegame, in dem man Captain Toad spielte, wie er durch ein kleines Diorama lief. Diese Level bekamen überraschend gute Kritik und so scherzten die Entwickler, dass man daraus auch ein komplettes Spiel machen könnte, und kaum ein Jahr später wurde Captain Toad Treasure Tracker für die Wii U angekündigt. Und so wie gefühlt jedes Wii U-Spiel wurde es 2018 auf die Switch und tatsächlich auch auf den 3DS geportet. Doch hat das Spiel auch eine Story? In Captain Toad geht es um Toad, der zusammen mit Toadette auf Schatzsuche ist. Als die beiden einen Stern finden und diesen einsammeln, wird dieser ihnen super fies von einem riesigen Vogel gestohlen. Toadette versucht dem Vogel den Stern zu entreißen, wird aber kurzerhand dadurch verschleppt. Nun ist es an Toad, den Stern und Toadette wieder zurückzubringen. Und dies tut er, indem er durch insgesamt 79 Level streift und dort allerlei Schätze sammelt und Rätsel löst. Das Gameplay des Spiels ist recht simpel und schnell erklärt, aber macht auch das genau die Genialität des Spiels aus. Jedes Level ist ein in sich geschlossenes Diorama, in dem sowohl Toad als auch eine Reihe von Gegnern umherwandern. Neben dem Stern am Ende, nach dessen Einsammeln das Level endet, gibt es drei teilweise recht gut versteckte Diamanten, diverse Münzen und Items, mit denen sich Toad verteidigen kann. Aus dem Boden sprießen hier und da kleine Blätter, welche entweder Münzen oder eine Rübe beherbergen. Diese Rübe kann Toad anschließend auf einen Gegner werfen, um diesen auszuschalten, oder er kann sie nutzen, um Mechanismen zu betätigen oder Wände zu zerstören. Zum Schluss gibt es noch die Superhacke, mit der ihr kurze Zeit unverwundbar werdet und alles, was euch im Weg steht, weghackt. Toad kann aufgrund seines schweren Rucksacks nicht springen, weshalb er ausschließlich durch Laufen gesteuert werden kann. Diese Begrenzung macht sowohl das Spielen von Toad als auch das Design der Level zu einer kreativen Aufgabe. Ihr könnt Gegner immer noch besiegen, indem ihr auf sie drauffallt, allerdings braucht ihr dafür einen Vorsprung, in dem ihr runterfallen könnt. Die Puzzle der Level, kombiniert mit Toads limitierter Bewegung, werden einem teilweise ziemliches Kopfzerbrechen bereiten, allerdings im guten Sinne. Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass ein Level irgendwie zu kompliziert oder zu schwierig wäre oder ich zu lange über eine Lösung nachdenken musste, sondern fühlte mich stets angesprochen, unterhalten und gefordert. Darüber hinaus beinhaltet jedes Level noch eine geheime Challenge, wie zum Beispiel: werde nicht getroffen, töte keine Gegner und sammle alle Münzen ein. Und wenn ihr alle Level beendet habt, schaltet ihr einen Time-Trial-Modus frei, wo ihr sämtliche Level so schnell wie möglich beenden müsst. Einerseits ziemlich cool, dass einem das Spiel halt so viel zu tun gibt, allerdings geschieht das Vieltun größtenteils durch das Wiederverwenden der bereits bestandenen Level. Zweimal durch so ein Level zu laufen, fand ich vollkommen in Ordnung, aber dann so ein drittes, viertes, fünftes Mal, Nichtsdestotrotz sind die Level schön und variationsreich gestaltet. In einem seid ihr in einem Graslevel unterwegs, ein weiteres spielt in einer alten Ruine, dann seid ihr vielleicht mal am Strand und wiederum ein anderes führt euch durch einen fahrenden Zug. Ab und an dürft ihr auch in eine Lore steigen und mit Rüben auf Gegner und Objekte ballern. Zwar teilen sich hier manche Level die Thematiken, allerdings ist jedes Level für sich super gestaltet und die verschiedenen Mechaniken, mit denen die Level manipuliert werden können, werden so für den ein oder anderen Aha-Moment sorgen. Captain Toad lässt euch so für kurze Zeit rätseln und danach extrem schlau fühlen, was schon ziemlich cool vom Designtechnischen her ist, besonders da viele Level eigene kleine Gameplay-Gimmicks beinhalten, sodass sich das Spiel immer wieder frisch anfühlt. Besonders die Level, in denen man um sein Leben rennen muss, sind Level, welche von der eher ruhigen Erkundungsnorm abweichen und zeigen, wie man das limitierte Gameplay in kreativen Wegen benutzen kann. Neben den regulären Leveln gibt es allerdings auch noch die ein oder andere Bonus-Stage, welche allerdings nur für das Grinding von Münzen bzw. Leben da ist und sonst keinen wirklich großen Nutzen bietet. Netter Zeitvertreib für zwischendurch, allerdings wäre da auch mehr drin gewesen, finde ich. Da das Spiel einst für die Wii U gemacht wurde, gibt es natürlich auch diverse Möglichkeiten, mit den Leveln zu interagieren. Man kann hier zum Beispiel Teile verschieben oder Gegner durch Berührung einfrieren. Dies funktioniert auf der Switch entweder im Handheld-Modus durch Berühren des Bildschirms oder im Docked-Modus durch die Joy-Cons bzw. den Pro-Controller, wobei das Zielen mit Hilfe der Joy-Cons wesentlich einfacher ist. Die Switch-Version fügt hier auch einige Neuerungen hinzu, welche mit einer guten und einer schlechten Nachricht daherkommen. Die gute: es gibt 4 neue Level, welche an Super Mario Odyssey angelehnt sind. Und die schlechte: 4 alte Level, welche an Super Mario 3D World angelehnt waren, flogen dafür raus.
Ob die 3D-World-Level mit dem Erscheinen der Switch-Version nachgereicht werden, ist soweit nicht bekannt, wäre aber ganz wünschenswert. Es waren jetzt nicht die besten Level im Spiel, aber es war eine süße Novelty-Idee, mit Toads begrenzten Fähigkeiten durch die Level zu laufen. Ansonsten wieder zu den besseren Nachrichten. Wer die Level des Spiels beendet, schaltet eine Bonus-Challenge frei, in der es darum geht, Pixel-Toads in jedem Level zu suchen. Dieses Feature war in der Wii U-Version zwar ebenfalls vorhanden, allerdings hinter dem Toad-Amiibo gelockt. Nun kann jeder, der die Switch-Version besitzt, diesen Modus ohne zusätzlichen Kauf spielen. Doch neben dem Modus bekam auch die Grafik ein sichtliches Upgrade. Wo die Wii U-Version nur in 720p lief, so liefert die Switch-Version ein klares 1080p-Bild mit stabilen 60 FPS. Und dieses Auflösungs-Upgrade tut dem Spiel mehr als gut. Das Spiel ist dank seines Knuddel-Grafik-Stils sowieso zeitlos, allerdings in einer höheren Auflösung nochmals eine größere Augenweide. Süße abgerundete Designs, knallige Farben, diverse Grafikeffekte und die butterweiche Performance machen das Spiel zu einem visuellen Genuss. Auch soundtechnisch gibt es nichts zu meckern. Die Musik ist passend, catchy und trifft den typischen Nintendo Mario Flair ziemlich gut. Wer das Spiel in einem anderen Raum hört, weiß genau, was für ein Spiel es ist und welche Firma dahinter saß. Der Nintendo-Klang ist unverkennbar und spätestens, wenn man Toads Gekreische hört, weiß man, was los ist. Insgesamt ist Captain Toad ein komplettes Feel-Good-Game. Es sieht hübsch aus, es ist nicht wirklich schwierig, aber immer noch fordernd genug. Trotz seines 40-Euro-Preises bietet es einiges an Unterhaltung. Und es hat mich damals extrem überrascht, wie hochqualitativ dieses Spiel produziert wurde. Wer Bock auf ein paar süße Puzzle-Challenges hat, der sollte sich das Spiel nicht entgehen lassen. Und wer es unbedingt mal ausprobieren möchte, der findet im eShop eine Demo zu dem Spiel. Und das ist alles, was ich zu Captain Toad zu sagen habe. Süßes Spiel, gutes Spiel, habe ich sehr gerne gespielt und ich würde jedem raten, es einfach mal auszuprobieren. Und jetzt seid natürlich wieder ihr gefragt. Jetzt dürft ihr in die Kommentare posten, was eure Meinung zu Captain Toad ist. Ist es ein voll cooles Spiel? Ist es ein blödes Spiel? Haut raus! Wenn euch das Video gefallen hat, ist ein Abo nicht verkehrt. Ich sehe gerne wieder, dass Leute unter mehrere Videos posten und halt einfach aktiv mit dabei sind. Nichts erfüllt mein Herz mit mehr Freude als zu sehen, dass Leute einfach meinen Shit voll cool finden. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, das zeigt mir, dass ich hier nicht alles umsonst mache. Und wenn ihr richtig cool seid, dann teilt ihr das Video auf euren Social Media Kanälen, denn YouTube teilt meine Videos definitiv nicht. Daher danke an alle, die hier supporten. Schaut doch gerne in meinen Stream rein, wo wir auch ab und an noch einiges an Sachen spielen, wie zum Beispiel heute ein bisschen Mario Galaxy, habe ich gehört. Und ja, das war's dann soweit von mir. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann beim nächsten Video wahrscheinlich morgen wieder. Auf Wiedersehen!